Ja, mein Name ist Yvonne Mettje. Ich bin zuständig fürs Produktmarketing bei Medion. Wir haben zwei Notebooks hier mal mitgebracht für die IFA Preview. Das ist zum einen unser Medion Akoya Mini E1210. Gehört zur Kategorie der Netbooks. Ein Intel Atom Prozessor ist dort verbaut, was halt auch diesen kleinen Formfaktor überhaupt erst möglich macht. Standardmäßig ist ein 3-Zellen-Akku in dem Gerät verbaut. Es wird jedoch über den Online-Shop einen 6-Zellen-Akku geben, der dann zum Preis von 99 Euro verfügbar ist. Das ist unser neuestes 15,4 Zoll Notebook, das Medion Akoya S5610. Basiert auf der neuen Intel Centrino 2 Plattform. Wird es in zwei Varianten geben, was den Prozessor angeht. Das heißt einmal mit dem P7350, die kleinere Variante, und dann in der High-End-Variante mit dem P9500. Das Gerät ist besonders auf lange Akkulaufzeit ausgelegt. Das heißt, ich habe jetzt standardmäßig einen 8-Zellen-Akku mit drin, der an sich schon gut 4 Stunden Laufzeit bringt. In der höchsten Variante bekomme ich den mit einem 8-Zellen-Akku und einem zusätzlichen 12-Zellen-Akku. Das heißt, die Laufzeit ist dann bis auf 10 Stunden erweitert. Zusätzlich erweitert wird die Laufzeit durch den integrierten Eco-Button. Wenn ich den nicht gedrückt habe, sieht man, das Display ist hell. Bediene ich den Button, wird die gesamte Leistung runtergefahren. Das heißt, geringere Bildschirmhelligkeit und auch die Prozessorlaufzeit wird etwas gedrosselt. Das Gerät hat einen relativ schmalen Formfaktor, was eben auch durch die neue Intel Centrino 2 Plattform überhaupt erst ermöglicht wird.